Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Servus, grüße euch. Jo, sag ich nur. Willkommen zur nächsten Folge von Gothic 2. Die Nacht des Raben. Ja, die Nacht des Raben, also ich weiß nach wie vor nicht, was es jetzt eigentlich mit einem Raben zu tun hat. Ich weiß nur, dass es da auch Drachen geben soll. Ob es einen Drachen gibt oder mehrere Drachen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Drachen geben soll, ja, aber bis jetzt sind wir noch keinem begegnet. Wir sind in Nacht 2 aber schon, also in Kapitel 2 sind wir auf jeden Fall schon mal. Ja, aber wir haben schon von einem Drachen gehört. Der sollte ja gesichtet worden sein, das wissen wir ja schon von Kapitel 1 noch. Ja, was wir jetzt weitermachen, ich habe jetzt Folgendes vor, ich gehe mal schlafen. Ich gehe mal schlafen zu Matteo ins Lokal. Servus. Ich schlafe bis nächsten Morgen. So, gut, ich bin ausgeruht. Tschüss. Der schaut mich immer so schief an, wenn ich bei ihm geschlafen habe. Oh, es regnet. Ich hasse es, wenn es regnet. Schon wieder ein Sauwederleidl. Schon wieder ein Sauweder. Jo, Alrik haben wir in der letzten Folge das Schwert zurückgebracht. Und Inos. Das ist wichtig. So, gut. Dann werden wir jetzt einmal spazieren gehen. Und ich weiß ungefähr, wo es hingeht, aber nicht genau. Denn es soll ja irgendwo eine Taverne geben, wo halt einer was wissen soll, ne? Ja, mehr kann ich nicht sagen. Was ist das für eine Bürgerin, okay? So, ihr Lieben, dann speichere ich ja mal ein, denn so soll es sein. Und es wird noch viel schlimmer. Gut. Weil ich gehe jetzt nämlich da rüber. So. Aber ich weiß nicht, wie viele Viecher da jetzt noch auf mich warten. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass es dort in die Tavernen geht. Beziehungsweise gibt es da eine Taverne. Aber... ich weiß nicht, ich glaube, selber war ich da noch nicht wirklich. Und ja. Taverne. Ich sollte mal auf die Tafeln schauen, Leute, oder? Keine Ahnung. Ja, da hat ich und der. Also ich, der Esel nennt sich immer zuerst. Leute! Der Laris und ich haben ja da mal aufgeräumt. Wie wir unterwegs waren. Keine Ahnung, also da geht es einmal nach oben. Schaut einmal. Und da geht es darüber zum Leuchtturm und zur Taverne. Schaut einmal. Oh mein Gott. Weil ich glaube, da ist einmal der Bauernhof. Und da drüben, ich glaube, da drüben sind nämlich die Banditen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da dürften die Banditen sein. Ich schaue aber mal kurz hin. Warte mal kurz. Wo soll die Taverne sein? Da. Oh, aber das sind die Banditen, die ich erledigen müsste. Ja, genau. Ach, Schach, du Ahnde. Schau da mal. Leute, ich mache ganz kurz eine Speicherung. Weil es kann sein, dass die jetzt da stehen. Oh mein Gott, ja. So, kann ich die vielleicht anlocken? Ich probiere es einmal mit meinem Bogen. Kann ich die anlocken vielleicht? Dass sie einzeln kommen? Okay, schauen wir mal, ob ich den treffe. Ich glaube, den treffe ich nicht ordentlich. Jetzt müssen wir ran. Tschüss, weg damit dir, du Bandit. Weg, 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 weg. Tschüss. Ah, Leute. So, erster Tod, Leute.
Ja, renn so schnell wie du kannst! Du wärst besser nicht hierher. Oh Gott! Ah. Leute! Jo. Sehr gut, passt. Jo, schaut mal. Ich heil mich mal auf, Leute. Ja, die sind tot, Leute. Das finde ich cool. Heilwurzel, aber ich, Feuernessel gibt Mana-Bonus her. Heilkraut nehme ich mal. Ah, toll. Na, Sega. Ich schaff die schon. Das finde ich cool. Wie viele Pfeile? Oh, 171 habe ich eh noch. So, ist da alles okay? So, weiter geht's. So, danke für die Hilfe. Ihr seid cool. Die Hälfte ist ausgedünnt. Degen, schau doch mal, der hat einen Degen. Bandit, was hast du? Boah, bist du... Heilkraut? Oh, cool. Weidenbeere und zwei Dietriche. Wow. Käse, Dietrich, so eine Goldbrocken. Und Sumpfkraut. So. Oh, Entschuldigung. Also das Aufstoßen dauernd. Ja, es geht sich aber nicht viel aus in der Session. Also es geht sich, ja. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, 4 Folgen? Es können sein. Das ist die 2. Folge in der Session. Es können sich 4, vielleicht 5 Folgen ausgehen. Oh Gott, da ist noch einer. Komm her da! Bandit, komm. Jetzt müssen wir ran. So, ich lock dich ja mal an, du Kollege. Du. Bleib stehen, du Lump! Nein, du Lump! Okay, der geht wieder zurück, glaube ich. Shit. Abgezogen. Ah, das ist blöd irgendwie, weil ich nicht weiß. Wartet mal kurz. Ist der noch da? Ah, der hat sich wieder zurückgespawnt. Sieh was! Komm her, du Bandit. Jetzt müssen wir ran. Weg. Komm her da. Ja, renn so schnell wie du kannst. Komm, heft mal. Die sind feig. Komm doch! Ah! Ich will dich erwischen. Ich mach dich fertig. Schnell. Du wärst besser Spaß, nicht hierher gekommen. Ja, renn so schnell wie du. Jo! Kommt's. Mach's den fertig. Ich weiß, ich krieg keine Erfahrungspunkte dafür. Aber zumindest kann ich dann dort durch, Leute. Passt. Leute. Dreckiger Bandit. Schau da mal, der Bandit. Ich bin gemein. Ich schau da einfach zu, wie die schlachten. Das hast du verdient, super. Toll. Dann nehmen wir den mal aus. Du arme Wurst. Hast ja nicht mal Gold dabei. Was? Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Ja, ich will auch noch looten. Lass mir was übrig. Du armer Lump, hast nicht mal Gold dabei. Ach, du Schach, du Ahnde, Leute. Heilkraut, weil es gut ausschaut, Leute. So, dann haben wir noch von dem Dunkelpilz ein bisschen was, ne? Passt. So, ihr Lieben. So kann man auch ausrotten. So, gut, dann ja,
Aber warte, da ist sicher noch wer. Habe ich gerade gespeichert? Leute, ich bin doch... Ja, also seht ihr, ich weiß es einfach nicht mehr, wen ich gespeichert habe. Hey, da ist noch jemand. Ach so, ja, genau. Ja, Leute. Der ist ja... Ja, der ist ja geblieben, Leute. Jetzt bist du dran. Weg mit dir, du Vogel. Bleib stehen, du Lump! Da ist ja keiner mehr, das ist der Letzte. Ah, tot. Ich habe eh gespeichert. Leute! Ja, ich habe gespeichert. Ah, Leute, versteht. Ah. Den kann ich gar nicht anlocken, weil der ist nämlich zu weit. Der bleibt einfach stehen. Weil wenn ich den jetzt noch krieg, Leute. Ich kann es mit Schwert einmal probieren. Ich kann es einmal mit Schwert probieren, Leute. Weil der dürfte jetzt nur noch alleine sein. Das war's okay. Für dich, Penner. Ah, Leute. Ich könnte aber da vorbeilaufen. Geht das? Oh Gott. Eine Sterbefolge. Willkommen in der Sterbefolge. Aber ich will... Der eine. Der ist mir ein Ohr im Auge. Dorn im Auge. Warte mal kurz. Ich versuche den anzulocken. Aber der rennt doch nicht. Der bleibt einfach stehen, Leute. Komm. Wow. Komm. Bleib stehen, du Lump! Du legst dich mit dem Falschen an, Bandit! Jawohl, Leute! Geil! Und tschüss! Das war's für dich! Na toll! Du arme Wurst! Hast ja nicht mal Gold die dabei! Die Waffe nehme ich mal besser an mich! Ja, du Vogel, ich wollte das haben! Na, ihr dürft auch ein bisschen davon was kriegen, ihr macht ja die Arbeit! Oh mein Gott! Leute! Deinen Bogen, der hat Pfeile. Nehmen wir mal die Pfeile da. Apfel, Wacholder, Goldbrocken, Stängel, Sumpfkraut. Oh mein Gott. Leute, alte Steintafel. Cool. Steintafel. Na bitte. Super, das war's. Ja, ich hab's geschafft, Leute. Denn ich bin nämlich gespannt. Den Käse esse ich mal. Wie viele... So. Also... Ich glaube, ob jetzt noch einer dort ist, weiß nicht. Also was da nach der Brücke kommt. Weil da war ich noch nicht, Leute. Also. So. Da waren aber einige dort. Oh mein Gott. Sieh ja was. Hallo. Ich schau mal darauf. Da haben wir nämlich was. Goblinbeeren. Blauflieder. Oh mein Gott. Sind das die Waffen, Leute? Die Waffen, die sie gestohlen haben? Servus. Bier, Fisch. Wieder eine Steintafel. Cool. Brauche ich die Steintafeln da nicht? Sind das die Steintafeln, die der eine da braucht? Keine Ahnung. Eine Truhe. Oh, schau da mal. Was ist was? Degen der Banditen. Okay. Ach du Schande, das sind solche komischen Viecher. Die mache ich platt. Pich. So. Oh mein Gott. Truhe. Okay. Rechts. Okay. Rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, 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 links, links, rechts,
rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Okay. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Ah, rechts, dreimal rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Okay. Rechts, links, links, rechts, 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 links. Passt, Leute! Pfeile und Gold. Passt. Haben wir das? Na bitte. Das finde ich cool. Haben wir das einmal ausgeräumt, ein bisschen da. Speichern. So, wie schaut's aus? Das ist das nicht das mit der Waffenlieferung, Leute? Weil schaut einmal, da sind... Oh! Degen der Banditen haben wir da. Nö, da ist aber nichts mehr. Gehen wir weiter, oh mein Gott. Weil da vorne sind nämlich solche komischen Viecher. Da speichere ich jetzt zur Sicherheit noch einmal ein, Leute. Wie schaut's denn aus? Ja, eh schon demnächst wieder vorbei, die Folge. Feldräuber ist da nämlich. Ein Reldräuber. Treffe ich den? Ja. Weiter zurück, Leute! Könnte ich den schaffen? Bist du wahnsinnig? Passt. Super! Perfekt, Leute. Da ist nichts. Oh, ja. Yes. Tiere ausweiden. Wäre mal toll, wenn ich das könnte. Meine Fresse, ey. Leute, das Tiere ausweiden. Ah. Oh. Aber Pfeile gehen aus. Das ist schade. Feldräuber. Vielleicht probiere ich einmal den Feldräuber am besten mit Schwert. Also Dolch. Ich habe eigentlich nur quasi einen Dolch, Leute. Was ist... Oh mein Gott. Was ist das da? Leute, da oben ist was. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, zwei Feldräuber auch noch. Weil da ist was, schau da mal. Ich brauch Pfeile. Komm, 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 komm. Komm, Leute, komm! Ein elendiger Kampf! Oh! Ich will dich vernichten, du Reldräuber! Ich habe ihn, warte gleich! Boah, meine Hände tun weh! Passt! Mega! Warum ich die nicht ausnehmen kann? Ich sollte mal Tiere ausweiden! Das wäre mal nicht schlecht, Leute! Puddlerfleisch. Vielleicht noch da eine Heilpflanze. Passt. So, und den letzten Feldräuber. Also, ich weiß nicht, ob das der letzte ist, aber das ist einer. Oh nein, oh mein Gott. Das ist nicht der letzte. Das sind so viele Feldräuber. Die sind ja gar nicht schlecht. Ich meine, machen jetzt nicht großartigen Schaden. Ah, die haben einen Panzer oben nämlich. Die haben nämlich einen Panzer oben, Leute.
Ja. Das ist aber nicht ohne. Oh, jetzt muss ich aber... Leute, ich muss so viel fressen, Leute. Ja, die Weinbeere gibt eh so wenig hier. Die kann vom Platz weg. Snapper gerade. Lebensenergie 5. Nicht Kronstöckl essen. Hoaste. Stärkebonus, Leute. Cool. Habe ich gar nicht gesehen, Leute, dass der Stärkebonus oben hat. Jo. So, dann werden wir noch da eine Heilpflanze essen. Gut. Ja, langsam aber sicher nähern wir uns auf jeden Fall weiter ran an dem, was da dort gibt. Also keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich vergessen, was ich sagen wollte, Leute. So, ich werde jetzt da aufhören mit dieser Folge. Und ja, es geht im Normalfall übermorgen. Ich glaube, es ist aber schon Urlaubszeit. Ich glaube, ich bin gar nicht mehr da jetzt. Ja, und wenn er halt nicht, dann am Ende Juli. Ja, Urlaub, wisst ihr. Leute, Game Over, bis zum nächsten Mal. Seid ihr wieder dabei. Ciao.